Wir sind in der Grafikwerkstatt. Ist das hier Grafik? Ja. Oder Malerei? Warum? Was ist der Unterschied? Das ist ein Linolschnitt? Das ist ein Linolschnitt. Ein kleiner Linolschnitt. Ein kleiner? Ein ziemlich großer Linolschnitt. In der Schule war nicht immer so groß. Und ich hole ein Bild ab. Das könnt ihr nicht sehen, was das ist. Das ist ein Ölgemälde. Ja, das ist von Michael Mutter. Das ist von Michael. Ein Ölgemälde. Und du hast hier total geile Scheiße im Fenster liegen. Und ich dachte, das wären Menschen, die nicht reden können. Nee. Weil sie irgendwie zum Beispiel irgendwas kaputt haben im Hals, aber keineswegs. Nein, es sind nur Menschen, die unsere Sprache noch nicht können, die aber totalen Druck haben, dass die ganz schnell lernen, damit sie nämlich hier bleiben können. Das ist von einer jugendlichen Flüchtlingsklasse. Darf ich das mal anfassen? Ja, natürlich. Und die haben ja Buchstaben, das sind ja Buchstaben, ne? Ja, die haben auch einen Linolschnitt gemacht. Linolschnitt ist so sehr, braucht nicht so ganz viel. Aber das ist ziemlich kunstvoll, ehrlich gesagt. Ja. Also ich könnte, also das könnte ich nicht. Nee, siehst du mal. Wie kommt das denn, dass sie so... Ja, weil ich denke mir, dass in der Mangelung der sich mitteilen zu können, die dann sehr viel mehr in Bilder hineinstecken als in Sprache, was sie einfach nicht können. Also die unterhalten sich hier in Arabisch oder auch Türkisch, die können ganz wenig nur Englisch und die kommen halt aus Ländern, die ihnen ja nicht so wohlgesonnen waren, haben einen teilweise sehr schrecklichen Weg hinter sich und sind effektiv wortlos, nicht immer nur, weil ihnen Deutsch fehlt, sondern generell wortlos. Wie hast du das denn gemerkt? Du hast vorhin gesagt, dass du gedacht hast, dass die vielleicht Analphabeten sind oder ja, weil, lernbehindert oder so, aber das ja, stimmt gar nicht. Nein, ich denke mir, dass die Situation, in der die hier leben müssen, die teilweise ich empfinde die als sehr ghettoisiert, dass wenn hier in einem kleinen Rahmen, der etwas gemütlicher vielleicht ist und etwas friedlicher ist, da haben wir also Leute, die sonst noch nie viel gesprochen haben, die haben uns die Ohren abgequatscht. Mit Händen und Füßen. Ja, und sich gegenseitig helfend und übersetzend. Und das ist schon toll, sowas mitzukriegen. Wie erfährst du denn was über die Geschichten? Weil du gesagt hast, die haben einen scheiß Weg hinter sich. Wer erzählt dir das denn? Es gibt welche, die sind dann ein, zwei Jahre schon hier. Die können etwas besser Deutsch. Und die können dann dieses schwerpunktmäßig Arabisch. Und dann sprechen die dieses Arabisch. Und die besser sind, übersetzen das dann. Und dann kommt schon mal so, dass ich frage, wo kommt ihr denn her? Oder wie lange wart ihr unterwegs? Und das kommt mal auch, dass eine junge Frau, das war jetzt am Wochenende, schwer in Tränen ausbricht und wir wissen gar nicht warum. Und dann versuchen wir das rauszukriegen mit Händen und Füßen. Und dann kam halt raus, dass sie dabei war, wie ihr Vater getötet wurde. Mit der gesamten Familie haben sie zugeguckt und das ist halt ein Erlebnis, wo die noch lange nicht drüber hinweg sind. Wahrscheinlich nie, ne? Da kommst du nie drüber hinweg, aber wenigstens kann man versuchen, wieder, sagen wir mal, Fuß zu fassen. Darf ich das anfassen? Ja, ja, also so Finger hast, darfst du das. Ja, nein, ich habe immer. Ja, ich bin mir da nicht so sicher, aber. Sie kennen dich schon was länger. Ja. Da steht Nagels. Nagels, ja, das ist ein junger Mann gewesen. Hm? Aber das ist wirklich cool. Also jetzt wirklich, ne? Nein, stimmt nicht. Ich bin ein junges Mädchen gewesen. Das ist schon mal ein Problem. Ich kann da die Herren und Damen Namen kaum unterscheiden. Da müssen wir auch was lernen. Freunde, wir haben was zu lernen in den nächsten Jahren. Ja. Ich unterschreibe ja schon viele verrückte Namen aus Norden, Süden, Westen, Osten von Deutschland. Die, zum Beispiel Nicole, wusste ich überhaupt nicht. Es gibt bestimmt 10 Schreibweisen für Nicole. Aber das ist... Was sieht man denn da jetzt? Das ist eine Gitarre? Ja, wir haben also das Alphabet, also unser Alphabet haben wir durchgenommen. Überlegt, dass man zu jedem Jahr einen Gegenstand sagen könnte. Ne? Und dann ist es S wie Schlange, E wie Eis, G wie Gitarre, R wie, keine Ahnung, was das ist. Rucola. Könnte sein A wie Ampel, S wie Nase. Rosenkohl, eindeutig Rosenkohl. Sprütscher. Genau. Die arabischen Buchstabenlernenden lernen auch unsere. Magst du Sprütscher? Rosenkohl? Nee, geht. Aber die nimmst du. Du magst Rosenkohl, ne? Ja. Ja. Sehr gerne. So, nee, das ist glaube ich zu viel. Also sie sollen erstmal Buchstaben lernen, Rosenkohl können sie später kennenlernen. Finde ich super. Ja. Also Leute, auf zur Grafikwerkstatt. Hier gibt es riesige Linolschnitte, nackte Frauen, angezogene Frauen, Männer, die keine Socken in den Händen haben. Warum findest du das komisch? Weil das noch nicht so warm ist. Sonst schimpfen immer alle mit mir, wenn ich irgendwelche Wollsocken oder, also natürlich nicht aus Wolle, so Polyestersocken in den Sandalen habe. Jetzt werde ich geschimpft, weil ich keine Socken anhabe. Was du machst du falsch. Ist wirklich so. Kann ich bei dir ein paar Buchstaben mal bearbeiten, aus mir rauszuhalten? Ja, natürlich. S wie Socke zum Beispiel. S wie Socke und T wie Trekking-Sandale. Ja, genau. Also wirklich total geil. Finde ich super, dass du was machst. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Dankeschön. Kunst ist gut. Ja. Tschö.